Für mich ist es ein bisschen ein Nachhausekommen wieder in den Anfang meiner politischen Aktivität. Ich habe ja ATTAC in Österreich mitgegründet im Jahr 2000. Die ATTAC-Organisationen in Deutschland und Österreich sind zeitgleich im Jahr 2000 nachgewachsen, nachdem es 1999 in Frankreich begonnen hat oder sogar 1998. Und der erste Untertitel von ATTAC war das Netzwerk zur demokratischen Kontrolle der Finanzmärkte. Aus heutiger Sicht und aus meiner Sicht ein wichtiger Titel, weil unter demokratischer Kontrolle der Finanzmärkte haben wir damals verstanden, dass diejenigen Vorstellungen von der Wirtschaft insgesamt, aber konkret auch vom Finanzsystem, von der wir geglaubt haben, dass sie eine bessere ist als die Realität von heute und die auch von einer Mehrheit der Menschen unterstützt würde. Ich sehe, um es gleich vorweg zu sagen, ich sehe derzeit keinen Weg im aktuellen Demokratiesystem, dass wir die richtigen Parteien finden, die dann in der Regierung, in welcher Konstellation auch immer, auch nur annähernd, wirklich auch nur annähernd, die Regulierung des Finanzsektors oder der Wirtschaft insgesamt in diese Richtung steuern, die vielleicht tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung sich wünscht. Und ich sehe auch den Austritt von Gerhard Schick aus der politischen Verantwortung und dann sozusagen den Rücktritt in die Zivilgesellschaft mit der Gründung der Finanzwende als Symptom dafür. Ich bin Politikwissenschaftler, das heißt, ich kann das auch sowohl theoretisch als auch empirisch untermauern, was ich hier wahrnehme. Theoretisch kennen die meisten die Hypothese der Postdemokratie von Colin Crouch, die besagt, dass wir zwar formal sehr gut aufgestellt sind, das heißt, wir haben eine Pluralität von Parteien, wir haben getrennte Gewalten, die sich gegenseitig kontrollieren. Wir haben nicht nur die Bundesregierung und den Bundestag in Deutschland, sondern auch den Bundesrat und den Bundespräsidenten. Und wenn sie alle zusammen sich anschicken würden, etwas zu tun, was gegen das Grundgesetz verstößt, könnte Karlsruhe aufstehen und das Ganze stoppen und zurückweisen. Das heißt, formal ist das ein relativ gut ausgereiftes demokratisches Checks and Balance Setting. Aber dennoch werden viele Entscheidungen sogar in die Gegenrichtung getrieben. Wie kann es sein, dass Hedgefonds überhaupt zugelassen wurden, erst vor kurzem in Deutschland? Wie kann es sein, dass ein Hedgefondsmanager 5 Milliarden Dollar in einem Jahr verdienen darf? Das sind ja alles Gesetze und Regulierungen, die von Parlamenten und Regierungen beschlossen wurden, die von uns gewählt wurden. Ich glaube, wir sollten immer gleichzeitig auf der Inhaltsebene arbeiten, also unsere tatsächlich besseren, weil mehrheitsfähigen Vorstellungen eines gemeinwohlorientierten Geld- und Finanzsystems und einer Wirtschaft, die für ein gutes Leben für alle sorgt, die sollten wir tatsächlich weiter verbreiten und bekannt machen und umsetzen. Aber gleichzeitig sollten wir, glaube ich, und das ist zumindest meine Lektion, einen ähnlich großen Energieanteil unserer politischen Arbeit und unseres politischen Engagements darauf verwenden, dass wir die Demokratie verbessern und dass wir bessere demokratische Instrumente und stärkere demokratische Rechte in die Hand bekommen, als wer, nicht als Individuen, sondern als Souverän, als kollektive Gewalt, als die höchste Instanz in der Demokratie, von der laut Grundgesetz Artikel 20 alles Recht ausgeht. Und Parlament und Regierung sind nur dazu da, uns zu dienen, nach dem Geist der Gewaltentrennung und unserer demokratischen Verfassung ein. Zumindest seit es moderne Demokratien gibt. Und dieser Geist, und das ist jetzt wieder die gute Nachricht, der war noch nie voll entfaltet. Da gab es noch nie ein systematisches drüber nachdenken. Und genau das ist, glaube ich, die Parallelaufgabe, die uns allen liegen sollte, die vielleicht hier auch mitgetriggert wird, damit wir in den nächsten Jahrzehnten uns vertiefte, gestärkte und gewaltengetrenntere Demokratien entwickeln, in denen wir es dann ändern können, dass Hedgefonds zugelassen sind, dass ein Hedgefondsmanager das 360.000-fache des nationalen Mindestlohns in den USA verdienen darf und dass das legal ist und viele andere Beispiele. Aber die meiste Kritik entlädt sich über dem Finanzsystem.
Und diese Kritik ist so unglaublich umfassend, dass man hier als Veranstalterin warnen muss, bitte lasst uns auf die Alternativen fokussieren. Und deshalb werfe ich das nur kurz an die Wand. Und das ist eine kurze Liste von Phänomenen, vielleicht charakterisiere ich sie so, von Phänomenen, die, wenn sie in einem Wahlprogramm stünden von einer Partei, würde niemand eine Partei deswegen wählen. Und wenn sie in einem Volksentscheid zur Abstimmung stünden, würde es in keinem Land der Welt eine Mehrheit geben, die sich für diese Phänomene ausspricht. Und trotzdem gibt es sie. Das ist wiederum nicht ausschließlich, aber auch über weite Strecken auf das Phänomen der Postdemokratie zurückzuführen. Dass hier Dinge passieren, für die nicht Wahl geworben wird, die niemand gutheißen würde, die aber trotzdem stattfinden und unser heutiges Finanzsystem charakterisieren. Und Horst Köhler war meines Wissens nicht Attac-Mitglied. Und wenn man den Satz hört, das heutige Finanzsystem ist zum Monster geworden, dann könnte man polemisch sagen, ja, Attac hat wieder mal eine Pressemitteilung ausgesandt. Aber das hat immerhin der ehemalige Bundespräsident gesagt. Das heißt, so weit ist es gegangen. Und der ehemalige Direktor des Internationalen Währungsfonds. Und ein anderer, Warren Buffett, hat ja von finanziellen Massenvernichtungswaffen gesprochen. Und da muss man wirklich aufhorchen und innehalten, weil Massenvernichtungswaffen sind absolut ächtungswürdig und müssen verboten werden. Und weit und breit ist nicht irgendein Ansatz von irgendeiner regulatorischen Institution weltweit auszumachen, die sich anschickt, Finanzderivate zu verbieten. Und da muss man dann tiefer fragen, ja, oder ein letzter Punkt noch, Paul Volcker war lange Zeit der Chef der Federal Reserve, der Notenbank der USA, und er hat gesagt, dieses Treiben und dieses Monster, das hat gar keinen konkreten Nutzen. Das nützt überhaupt nicht dem, wozu Wirtschaft eigentlich da sein sollte. Er hat das etwas zugespitzt formuliert, dass die einzige wirklich nützliche Erfindung der letzten 20 Jahre der Bankomat war. Aber was dahinter steckt ja viel mehr. Dahinter steckt ja die eigene Frage, wozu ist das Wirtschaften überhaupt da? Ich glaube, wir sind uns einig, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Aber was mir in meinen Jahren der Recherche aufgefallen ist, dass in den Wirtschaftslehrbüchern gar keine Definition für Wirtschaft angeboten wird. Und wenn in den Wirtschaftslehrbüchern keine Definition für Wirtschaft angeboten wird, dann kann man sich auch gar nicht konsequent um ein Gelingen des Wirtschaften bemühen. Vielleicht, damit das nicht zu verwirrend ist, es werden schon Definitionen angeboten in den Lehrbüchern, nur halt von Märkten. Und Märkte sind aber nicht dasselbe wie Wirtschaft. Und deshalb haben wir einen Vorschlag ausgearbeitet, vor 2 Jahren erst. Erst vor 2 Jahren hat die Gemeinwohlökonomiebewegung hier einen Vorschlag gemacht, wie man Wirtschaft verstehen und definieren könnte. Und das bitte, versteht das einfach als einen Startpunkt, als ein Angebot, und darauf kann man aufbauen und weiterentwickeln und auch viel treffender und präziser definieren. Wir schlagen vor, dass es in der Wirtschaft um die Befriedigung von menschlichen Grundbedürfnissen gehen soll. Dann kann man schon fragen, ja, was trägt ein Hedgefondsmanager dazu bei? Was leistet der Hochfrequenzhandel oder die Schattenbank in Bezug auf menschliche Grundbedürfnisse? Lebender wie zukünftiger Generationen gleichermaßen. Und jetzt ein paar Zusätze im Einklang mit den demokratischen Grundwerten, wie Solidarität oder Gerechtigkeit oder Nachhaltigkeit, aber nicht im Widerspruch zu diesen Grundwerten, wie Effizienz oder Wettbewerbsfähigkeit oder Wachstum. Das sind keine Grundwerte, wird aber im Wirtschaftsunterricht pausenlos gelehrt. Und deshalb steht dieser Zusatz da im Einklang mit den demokratischen, also solidarisch, gerecht, nachhaltig, demokratisch, partizipativ und innerhalb der ökologischen planetaren Grenzen, um das ganz abzusichern, dieses Ökologie-Thema. Wie gesagt, sie ist vielleicht noch etwas holprig, sie ist vielleicht noch etwas lang, aber irgendwo ist unser Vorschlag, wollen wir beginnen. Ja, und dann muss man fragen, welchen Beitrag leistet das Geld- und Finanzsystem dazu? Und wie ist es angelegt, wie ist es designt,
dass es diesen Zweck, diese Aufgabe erfüllen kann. Und bei der Analyse, was jetzt die Haupthinderungsgründe sind, komme ich immer wieder auf zwei. Und natürlich ist ein Haupthinderungsgrund die Machtkonzentration, das extreme Machtgefälle und durch die Machtkonzentration die Vereinnahmung der Demokratie, die Entführung der Demokratie oder Verdrehung der Demokratie in eine Postdemokratie. Aber es gibt auch einen zweiten Grund, der mit dem ersten Grund perfekt zusammenspielt. Und niemand, glaube ich, wäre besser, das systematisch zu analysieren als Fabian Scheidler, weil ich von dir gelernt habe, dass es vier Arten von Macht gibt, nämlich die militärische, physische Gewaltmacht, die ideologische Macht, die ökonomische Macht und die rechtliche Macht. Vielleicht hören wir von dir dann mehr dazu. Aber es braucht hier mindestens das Zusammenspiel von zwei. Und das eine ist hier die ökonomische Macht. Die kann sich dann die rechtliche Macht aneignen. Und das kann sie aber nur, wenn sie nicht von sich sagt, ich bin böse, sondern wenn sie von sich sagen kann, geschickt und natürlich wortverdrehend, ich bin das Gemeinwohl. Das ist die ideologische Macht. Also es braucht mindestens diese beide, dass ein Herrschaftssystem, das ungerecht, das hierarchisch, das patriarchal, das naturzerstörend und das einfach in jeder Hinsicht ungünstig ist, das von sich sagen kann, ich bin das Gemeinwohl. Dazu braucht es ein Ideologiesystem, das ihm dieses Kleid verschafft. Und das ist die Wirtschaftswissenschaft. Und es braucht dann die ökonomische Macht, die seinen so heftigen Einfluss nehmen kann, dass Sven Giegold, mein damaliger Kollege von Attac Deutschland, ist ja, wie vermutlich die meisten wissen, ins Europaparlament gegangen und wollte dann dort eine gemeinwohlorientierte Geld- und Finanzpolitik umsetzen. Und dann hat er so seine täglichen Termine durchgesehen und auf 100 Anfragen von Finanzlobbyisten kamen zwischen 0 und manchmal einer einzigen Anfrage vom Europäischen Gewerkschaftsbund auch das Finanz- und Geldsystem gemeinwohlorientiert zu gestalten. Das ist die ökonomische Macht. Aber die kann nicht plump sagen, wir wollen jetzt einfach mehr Milliarden für die Hedgefondsmanager. Das ist genau das, was sie wollen. Aber die sagen das nicht so, sondern die sagen, wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das effizient ist, das wettbewerbsfähig ist, das den Wohlstand für alle schafft. Und das funktioniert dann am besten, wenn man die Finanzmärkte nicht mit Staatsinterventionismus reguliert, sondern wenn man sie frei lässt. Und dann kommen sie von selbst zu einem wundersamen Gleichgewicht. Und der Eugene Farmer, das ist einer der Vordenker der freien Finanzmärkte, der das Hauptnarrativ der gesamten Wirtschaftswissenschaft, der Neoklassik, die sagt, die Wirtschaft ist eine wunderbare Mechanik, die von selbst immer wieder ins Gleichgewicht zurückführt. Das ist die Erzählung, die uns den Geist vernebeln soll und sagt, der Staat soll da möglichst sich raushalten aus der Wirtschaft, weil die Märkte finden immer von selbst zum Gleichgewicht. Und diejenigen Märkte, die das am besten können, von selbst zum Gleichgewicht zu finden und keinen Schaden anrichten, das sind die Finanzmärkte. Und das ist, finde ich, ein sehr starkes Symbol dafür, dass es eine starke ideologische Macht braucht, damit so ein dysfunktionales Finanzsystem errichtet werden kann, das zwar bestimmten Interessen dient, die aber ihre Interessen sehr gut hinter einer politischen Rhetorik verstecken müssen, damit dann auch Regierungen und Parlamente tatsächlich ihnen diesen Dienst erweisen, die Finanzmärkte im Speziellen und die Wirtschaft im Allgemeinen in ihrem Interesse zu regulieren und zu gestalten. Wie zum Beispiel, aber nicht nur, die Zulassung von Hedgefonds. Ja, auch hier wieder nur eine Shortlist, was so einige Grundpfeiler sind von sich selbst regulierenden, angeblich effizienten Finanzmärkten. Aber, und hier noch als dieser andere Aspekt, Attac hat kein Budget von 5 Milliarden Dollar, Attac hat auch kein Budget von 5 Millionen Dollar. Die Wall Street hat in einem relativ kurzen Zeitraum, nämlich in den 10 Jahren vor der Finanzkrise, diese
dokumentierbare Summen in die Hand genommen. Ja, es ist ja vieles kann man nicht dokumentieren, aber das, was man dokumentieren konnte, waren 5 Milliarden Dollar, um eine bestimmte Regulierung des Finanzsystems letztlich zu erkaufen. Ja, man kann es nicht direkt kaufen, das ist kein Produkt, was die jeweilige Regierung am Markt feilbietet, aber man kann dieses Geld investieren, damit sich die Verantwortlichen dann mit bestimmten Menschen treffen und nicht mit anderen Menschen treffen, damit sie bestimmte Publikationen lesen und nicht andere Publikationen lesen, damit auch Zeitungen bestimmte Themen aufgreifen und andere Themen nicht aufgreifen. Also wenn ich ein Lied singen kann, dann ist es das Lied, ich kann 1000 Beispiele erklären, welche Realitätsausschnitte von Zeitungen aufgegriffen werden und welche Realitätsausschnitte von Zeitungen nicht aufgegriffen werden. Und wenn sie aufgegriffen werden von Zeitungen, wie sie geframed werden, also in welche Richtung sie gespinnt werden. Und das muss irgendeinen Einfluss dahinter haben und es ist immer wieder die Doppelanalyse. Zum Teil glauben sie das, was neoklassische Ökonomen ihnen sagen und zum Teil sind das indirekte Wirkungen von Finanzflüssen. So, und der Kollege von Horst Köhler, also der der Horst Köhler war der Direktor vom Internationalen Währungsfonds, das war der Chefökonom vom Internationalen Währungsfonds, aber es ist doch beachtenswert, wenn sie dann in den Ruhestand gehen, dass sie plötzlich ganz andere Analysen zum Besten geben. Und es ist ein sehr starker Satz und ich finde, der kann durchaus auch in ein Lehrbuch der Finanzwissenschaft oder der Ökonomie eingehen, dass die wichtigste Ursache für alle Finanzkrisen Machtkonzentration war. Und ich verstehe das so, die Machtkonzentration hat zu einer schlechten Regulierung des Finanz, zu einem schlechten Design des Finanzsystems und ergo zu seiner Instabilität und nachfolgenden zu Krisen geführt. Und das hat der Chefökonom vom Internationalen Währungsfonds gesagt. Und das ist aber nichts Neues. Walter Eucken gilt als der wichtigste Vordenker der sozialen Marktwirtschaft Anfang des 20. Jahrhunderts und er hat auch einen sehr zitierwürdigen Satz gesagt, ne, dass es Machtkonzentration, das sind nicht Auswüchse, wenn die Macht konzentriert ist, dann ist es eigentlich schon längst zu spät. Man müsste eigentlich die Konzentration von Macht schon im Keim ersticken. Und das ist eine der Steilvorlagen für die Radikale, nämlich an der Wurzel, die Begrenzung von Ungleichheit bei Einkommen, bei Vermögen, bei Erbschaften und bei der Größe und damit der Macht von Unternehmen. Dort müsste man ansetzen, um die Konzentration von Macht im Keim zu ersticken und an der Wurzel zu verhindern. Ich habe in meinem Politikwissenschaftsstudium aber auch nicht ansatzweise Modelle über die Zukunft, über die Demokratie von morgen kennengelernt. Ich habe nur, wie es heute ist und dabei den Eindruck gewonnen, so wird es, das ist bereits der höchstmöglich erreichte Zustand von Demokratie und das wird jetzt für immer so bleiben. Das Ende der Geschichte ist erreicht. Schlimm war es in der Vergangenheit, weil da gab es Kriege und da gab es Monarchien und da gab es Diktaturen und das gibt es heute auch noch, aber wir haben die Demokratie erreicht und die hält jetzt ewig und es gibt sogar eine Ewigkeitsgarantie im Grundgesetz. Genau. Ich sehe das heute ganz anders. Wir haben sozusagen die Kinderwiege der Demokratie, die haben wir erreicht. Und das ist ein wunderbarer Vorgeschmack. Wir haben Großartiges dadurch erleben dürfen. Wir haben ein unglaubliches Maß an Lebensqualität dadurch gewonnen, dadurch, dass wir von der Monarchie in die Demokratie gewechselt sind. Aber diese Demokratie ist ein Kindlein. Und sie ist noch lange, lange, lange nicht ausgereift. Und wenn sie eines Tages ausgereift ist, dann können wir ganz selbstverständlich, ohne dass wir irgendeinen Demonstrationszug irgendwo organisieren müssen und uns die Seele aus dem Leib brüllen müssen, wir können einfach durch einen ganz geordneten, jetzt hätte ich fast gesagt, bürgerlichen Prozess. Hast du gesagt, das Spektrum reicht von liberal bis, also ob ich liberal bin, das müsste dann am Ende gehören. Aber wovon ich tatsächlich träume, ist, dass wir per Mausklick quasi einen Vorschlag einbringen dürfen, der, wenn er denn auf eine entsprechende Resonanz im demokratischen Souverän stößt, dass der demokratisch Souverän auch eine gültige Regel ändern kann oder eine neue Regel einführen kann. Und das gilt prinzipiell für alle Lebensbereiche, aber es gilt natürlich selbstverständlich für die Wirtschaft und für das Geld- und Finanzsystem um uns. Beginnen würde ich das Ganze aber mit einem neuen Paradigma, weil das bestehende Paradigma, sozusagen das ideologische Kleid, in der das derzeitige Geld- und Finanzsystem eingehüllt ist und eingewoben ist, das ist ja die Idee der effizienten freien Finanzmärkte von Eugene Farmer. Und diesem Paradigma würde ich gerne ein anderes Paradigma gegenüberstellen, nämlich
Geld soll als öffentliches Gut verstanden werden. Was heißt das? Geld ist eine öffentliche Infrastruktur, deren wichtigste Institutionen demokratisch kontrolliert werden. Die Ziele, die diese Institutionen verfolgen, wie allen voran die Zentralbank, werden vom demokratischen Souverän vorgegeben. Und Geld ist an keiner Stelle der Zweck irgendwelcher Tätigkeiten, sondern Geld ist überall konsequent ein Mittel. So viel mein bescheidener Beitrag zur Definition von Geld, egal was es jetzt genau ist. Es ist immer nur konsequent ein Mittel und das Ziel, dem das Geld dienen soll, ist das demokratisch definierte Gemeinwohl. Jetzt wäre ich natürlich verlockt, noch über die Definition von Gemeinwohl etwas, ich muss es eigentlich kurz sagen, weil da hat die Gemeinwohlökonomiebewegung viel gearbeitet. Und eine unserer Kernaussagen ist, das Bruttoinlandsprodukt kann nicht die Zielgröße des Wirtschaftens sein. Und das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts kann nicht das Ziel der Wirtschaftspolitik sein. Manche wünschen sich aber genau das, nämlich auf der einen Seite neoklassische Ökonomen und auf der anderen Seite die vorletzte Bundesregierung in Österreich, die tatsächlich das Ziel verfolgt hat, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als Staatsziel in der österreichischen Verfassung zu verankern, als erste Regierung der Welt. Ein Riesenglück, dass der Mehrheitshelfer, also dafür hätten sie eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, und es hat dann sozusagen die Mehrheitsbeschaffungspartei, die üblicherweise immer gerne im Austausch, im Kuhhandel gegen irgendetwas, was ihnen gefällt, hat sie sich immer hergegeben, eine Mehrheit zu beschaffen, hat hier innegehalten, geschluckt, gewürgt und Nein gesagt. Und so ist es zum Glück 2018 nicht passiert, dass es seither ein Land auf der Erde gibt, in dem das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ein verfassungsmäßiges Staatsziel ist. Wir hätten sehr gerne, dass das Gemeinwohlprodukt in die Verfassung eingeht. Und was ist das Gemeinwohlprodukt im Unterschied zum Bruttoinlandsprodukt? Es wäre das Ergebnis der Befragung des demokratischen Souveräns. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten, die wesentlichsten und relevantesten Bedingungen, Zutaten oder Komponenten für ein gutes Leben für alle? Oder Lebensqualität oder Allgemeinwohl? Um ein bisschen auch euch zu hören, wenn ihr ein Wort, einen Begriff beitragen wollt, der diese Frage beantwortet, was sind die wichtigsten Zutaten oder Bedingungen für ein gutes Leben für alle oder auch Erkennungseigenschaften? Was braucht es für ein gutes Leben für alle? Was würdet ihr da unbedingt gerne drin haben? Gerechte Verteilung. Gerechtigkeit. Bildung. Gemeinsinn. Liebe. Freude. Grundbedürfnisse. Recht auf Arbeit. Freiheit von Furcht. Beitragen können. Freiheit von Furcht. Sicherheit. Freiheit von Furcht. Ich lasse es wörtlich. Freiheit von Furcht. Genug. Suffizienz. Ja. Öffentliche Institutionen. Ökologischer Landbau. Ökosystem. Als Beispiel für weniger Gifte in der Umwelt. Genau, giftfreies Landwirtschaften. Nachhaltigkeit. Ganz umfassend. Die Natur auf Dauer funktioniert. Nachhaltigkeit, ja. Das war jetzt ein sehr schneller, einfach nur so ein bisschen ein Versuch. Was ihr, egal wo auf der Welt, nie hören werdet, ist Geld oder Kapital. Das kommt nie vor. Und was auch nie vorkommt, ist SUV. Oder Flugreise in den Urlaub. Das kommt nie vor. Nie. Rüstung kommt auch nie vor. Friede. Also was ich jetzt fast vermisst habe und was eigentlich in 9 von 10 Fällen immer vorkommt, ist Friede. Aber Dann hat es auch hier funktioniert, ich habe es nicht alles gehört. Genau. Und man kann es schön zusammenfassen, es geht überall auf der Welt um eine umfassende Lebenszufriedenheit, auch Genügsamkeit
um Gesundheit natürlich, um gelingende Beziehungen, um sozialen Zusammenhalt, um Verteilungsgerechtigkeit, um politische Grundrechte, um Beteiligung, um stabile Ökosysteme und um Frieden. Das ist eine ganz grobe Zusammenfassung, egal wo auf der Welt. Und das wäre schon das Gemeinwohlprodukt. In einer Minute kann man es komponieren. Ich würde auch für das Gemeinwohlprodukt einen einjährigen sauberen Prozess vorschlagen, wo ein Konvent Vorschläge ausarbeitet. Das können dann mehr als 20 sein, aber bei der Endabstimmung werden die 20, die stärkste Resonanz im Souverän auslösen, die würden dann als Finalisten in das Gemeinwohlprodukt eingeben und deren Erreichung wird gemessen. Also wir messen dann, wie nachhaltig das ist. Wir messen dann, wie solidarisch und wie fest der soziale Zusammenhalt ist. Wir messen, wie friedlich wir sind. Und das ist nicht nur das Ziel der allgemeinen Gesellschaft, sondern das ist ganz wichtig, das ist unterschiedslos auch das Ziel des Wirtschaftens. Die Wirtschaft hat keine anderen Ziele als alle anderen Gesellschaftsbereiche und Politikfelder. Und das Gemeinwohlprodukt wäre dann auch das Zielsystem für die gesamte Wirtschaft und für das Geld- und Finanzsystem. Das heißt, letztlich muss die einzelne Transaktion im Geld- und Finanzsystem und die einzelne Institution, die hier eine Rolle spielt, muss immer wieder Rechenschaft ablegen und immer wieder rückgefragt werden, was trägst du dazu bei, dass wir nachhaltiger, solidarischer, gerechter, demokratischer und menschenwürdiger werden. Das ist immer wieder die Rückfrage, die aber, woran rückgebunden wird, an das demokratisch komponierte Gemeinwohlprodukt, das im Grundgesetz angelegt ist, das immer wieder erneuert werden kann. Aber dann hat das Ganze Hand und Fuß und demokratische Legitimation und inhaltliche Konsistenz. Mit dem Bruttoinlandsprodukt kommen wir nicht nur nicht weit, sondern wir zerstören uns selbst die Höchsten. Und da muss man wirklich eine unglaubliche Anklage an die Wirtschaftswissenschaft machen, weil sie uns hier eine ganz schlechte Orientierung, eigentlich eine Desorientierung gibt, eine unglaubliche Desinformation darüber gibt, was wir als Menschen brauchen. Es beginnt bei den Grundbedürfnissen und endet bei den Grundwerten, die Grundbedürfnisse schützen. Und da versuchen wir, einen klareren Kompass zu liefern. Beispiel 1, Geschäftsbanken, also noch nicht die Zentralbank, sondern ich beginne bewusst mit Geschäftsbanken, weil in der verkürzten Sichtweise oder im politischen Diskurs gibt es das Bankenbashing und für Schieflagen oder Fehlentwicklungen auf den Finanzmärkten werden sehr schnell die Banken und damit sind die Geschäftsbanken gemeint verantwortlich gemacht. Und ich mache es rasch. Mein Vorschlag ist, Banken sollten, weil sie Teil dieser öffentlichen Infrastruktur sind, weil sie Teil des Paradigmas Geld als öffentliches Gut sind, sollten Banken gemeinwohlorientiert sein. Und das heißt, es soll keine profitorientierten Banken mehr geben dürfen. Ja, sozusagen die Ausgangshypothese. Und dann fragen wir zuerst mal zurück in der Geschichte, gab es das schon mal? Gab es schon mal gemeinwohlorientierte Banken? Rasche Antwort, die Mehrheit aller Bankentypen, die wir kennen historisch, waren gemeinwohlorientiert. Die wenigen Banken, die das nicht sind, die kapitalistischen Banken und Großbanken, sind die wesentlichen, und heute noch die Investmentbanken, müsste man vielleicht noch extra herausstreichen, die waren aus der historischen Perspektive nur eine Möglichkeit, wie Banken organisiert sind. Hier habe ich Beispiele mitgebracht, wie Gründungsmenschen von Banken, von Genossenschaftsbanken oder von Sparkassen ihre Aufgabe als einen Gemeinwohldienst verstanden haben. Und ich möchte nicht tief in die Geschichte gehen, sondern nur das Argument bringen, dass Banken grundsätzlich, und das würde ich als Regel beschließen wollen, Banken müssen dem Gemeinwohl dienen. Mit der Gemeinwohlökonomie gehen wir sogar einen Schritt weiter und sagen, die gesamte Wirtschaft soll dem Gemeinwohl dienen. Bei Banken kann man es aber etwas noch klarer und schneller definieren, was das bedeutet. Aber zunächst, in Bayern ist das ja eigentlich Eulen nach Athen tragen, was ich hier tue. Da muss man sich eigentlich fast dafür entschuldigen, dass man das tut, aber mich würde interessieren, welcher Anteil der bayerischen Bevölkerung diesen Verfassungspassus kennt. Und noch mehr würde ich interessieren, welcher Prozentsatz der Absolventen von Wirtschaftsstudien in Bayern diesen Satz kennen. Das würde mich wirklich interessieren.
weil es gibt ganz offensichtlich Menschen, die das nicht nur kennen, sondern die das sogar mit leugnen, tue ich mir ein bisschen schwer, aber in Abrede stellen. Ja? Samira, ich weiß nicht, ob ich das in deinem Buch gelesen habe, aber kennst du diesen Satz? Ja, okay, weil ich suche noch die Original. Ich habe das aus einer Sekundärquelle, aber ich suche noch die Originalquelle. Und ja, und wenn man sozusagen diese Anschauung vergleicht mit nicht nur der bayerischen Verfassung, sondern auch dem Grundgesetz, dann würde ich sagen, durchgefallen. Dieser Banker ist nicht fit and proper. Das heißt, er ist nicht geeignet, das Bankersgeschäft auszuüben, weil er keine ausreichende Kenntnis der rechtlichen Grundlagen der Finanzwirtschaft hat. Und die höchste rechtliche Grundlage auch für die Finanzwirtschaft ist das Grundgesetz. Aber wenn er in solcher Unkenntnis des Grundgesetzes sich öffentlich äußert, dann hat er die Eignungsprüfung nicht bestanden. Und dann dürfte er auch sozusagen nicht Banker sein. So, und jetzt kommt eine gute Information. In einem italienischen Bundesgesetz wurde 2016 erstmals definiert, was denn eine gemeinwohlorientierte oder eine nachhaltige Bank sein könnte. Und es wurden diese 6 Erkennungsmerkmale angeführt. Und erstes Erkennungsmerkmal, es wird nicht nur eine finanzielle Kreditprüfung vorgenommen, sondern eine ethische Kreditprüfung. Das heißt, es werden die sozialen und ökologischen Auswirkungen dieser Finanzierung, dieses Kredits geprüft. Es gibt Transparenz bei der Kreditvergabe. Es wird sozusagen öffentlich gemacht, welche juristische Person welchen Geldbetrag erhält. Es soll ein Mindestanteil an Sozialunternehmen oder lokale Unternehmen gehen. Wichtig ist viertens, das ist das Entscheidende, keine Gewinnausschüttung. Also keine Gewinnausschüttung. Ja, auch eine Bank darf Gewinne machen, aber sie soll sie zur Reinvestition, zur Bildung von ausreichenden Reserven oder für wohltätige Zwecke verwenden, aber nicht ausschütten. Das ist wirklich ein entscheidendes Merkmal, dass wir damit aus einer kapitalistischen Ökonomie aussteigen, aus meiner Sicht. Demokratische Organisationsform und maximale Einkommensspreizung nicht 1 zu 360.000, das habe ich selbst recherchiert, sondern 1 zu 5. Wäre okay aus meiner Sicht. Gut. Ja, mein Übergangsszenario schaut so aus, dass wir in einem Übergangsszenario bis zu dem Tag, wo nur noch gemeinwohlorientierte Banken oder vollständig tief nachhaltige Banken Mitglied der Europäischen Bankenunion sein dürfen und alle anderen eben nicht mehr, dass wir auf dem Weg dorthin einen Anreiz schaffen. Und der Anreiz würde darin bestehen, dass die öffentlichen Unterstützungsleistungen für Banken, die es heute gibt, das beginnt, dass Banken refinanziert werden von der öffentlichen demokratischen Zentralbank. Speziell dann, wenn sie auf dem Interbankenmarkt keine Refinanzierung erhalten, dann bleibt als Lender of Last Resort, also als letzter Kreditgeberin, nur die Zentralbank. Die Spareinlagensicherung, ja, das ist eine Leistung letztlich des Staates. Zuerst müssen die Banken in ihren Sektoren sich absichern, aber wenn diese Stricke reißen, dann springen wir mit Steuergeld für die Sicherung der Spareinlagen von insolventen Banken oder von insolventen Bankensektoren ein. Die Stadt München könnte sagen, wir machen nur noch Geschäfte mit gemeinwohlorientierten Banken und nicht mehr mit profitorientierten Banken. Und das Wichtigste wäre, gerettet wird, wenn überhaupt, nur eine gemeinwohlorientierte Bank, aber ganz sicher keine profitorientierte Bank mehr. Das hätte natürlich zur Vorausbedingung, dass jede profitorientierte Bank in einem ebenfalls definierten Zeitraum so klein werden muss, so klein schrumpfen muss, dass sie jederzeit gefahrlos in die Insolvenz geschickt werden kann, ohne dass es zu einer Kettenreaktion auf den Finanzmärkten kommt. Das heißt, das wäre eine Bedingung für dieses vierte Kriterium. Aber das Kriterium Gesamt heißt, nur noch gemeinwohlorientierte Banken kommen in den Genuss staatlicher Unterstützungsleistungen. Profitorientierte Banken kommen nicht länger in den Genuss staatlicher Unterstützungsleistungen. Und das würde ich zur Abstimmung stellen im demokratischen Geldkonvent. Und das könnten dann die Fragestellungen sein. Sollte ich schon langsam zum Schluss kommen. Und vielleicht mache ich einfach nur noch diesen zweiten Punkt. Und dann schließe ich sozusagen den Vortrag und
hoffe, dass sozusagen das Grundprinzip angekommen ist, und das Grundprinzip kann dann auf alle anderen Bereiche angewandt werden. Aber das ist mein Lieblingsvorschlag. Von daher passt es gut, dass der jetzt noch an letzter Stelle Zeit findet. Und ich wurde oft gefragt, wenn ich von den vielen Vorschlägen, die ich in dem Buch Geld und öffentliches Gut unterbreitet habe, meinen Lieblingsvorschlag auswählen müsste. Und viele haben gedacht, da kommt die Vollgeldreform oder die Begrenzung der Ungleichheit. Das sind sehr heiße Kandidaten, auf jeden Fall. Aber letztlich habe ich dann immer geantwortet, ich würde die Kreditregulierung nach dem Geist der Bayerischen Verfassung als Lieblingsvorschlag auswählen. Und das steht drinnen, nur es ist nicht relevant, weil das Kreditwesengesetz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, ist ein Bundesgesetz und damit ist die Bayerische Verfassung nicht mehr zuständig. Aber was da drinnen steht, dieser Geist, der hat mich extrem angesprochen, weil Werteschaffung, das ist der Zweck. Das heißt, dass Kredite, die Werte zerstören, damit verfassungswidrig sind. Und es wird aber nicht definiert, dass es hier um Finanzwerte gehen muss. Das heißt, es kann ja genauso gut um ökologische Werte gehen. Und wenn aber ökologische Werte auch geschaffen werden müssen und nicht zerstört werden dürfen, dann wären Kredite, die die Umwelt kaputt machen, verfassungswidrig. Und ganz wichtig, es steht die Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner. Das ist die Definition von Wirtschaft, die wir vorschlagen. Für das ganze Finanzsystem, für die Zentralbank, für die Geldschöpfung, für die globale Steuergerechtigkeit, für die Begrenzung der Ungleichheit, das erzähle ich noch. Wir haben ja schon gesagt, 360.000 ist der derzeitige Ist-Stand in den USA. In Österreich ist es immerhin der Faktor 1.200. Noch einmal kurz, was ist das für ein Faktor? Das ist das höchst bekannte Managereinkommen in Österreich, das wir aus den Medien kennen, in Relation zu den niedrigsten bekannten Löhnen in Österreich. Es ist, zuletzt war es das 1.200-fache in derselben Arbeitszeit. Und wenn man dann die Menschen fragt, ja, wo würdet ihr dann die Ungleichheit bei Einkommen in derselben Arbeitszeit begrenzen? Dann gibt es da meistens Vorschläge so rund um den Faktor 10 herum. Also manche sagen das 5-fache, manche sagen das 7-fache, manche sagen das 12, das 15 oder das. Mehr als das 20-fache wird selten wirklich ernsthaft vorgeschlagen. Gewinnt. Also wenn ein Faktor gewinnt, der höher ist als der Faktor 10, gewinnt allenfalls mal der Faktor 20. Aber in 9 von 10 Fällen gewinnt mit extremer Sicherheit und Verlässlichkeit, gewinnt der Faktor 10 von allen Vorschlägen. Auch wenn das lauteste Mitglied im Saal den Faktor 1000 vorschlägt oder vorschlägt, das soll da keine Grenze für Ungleichheit, das wäre ein Eingriff in die Freiheit und da bin ich total dagegen. Das ist der lauteste. Aber dann bei der Abstimmung merkt man, das ist überhaupt nicht repräsentativ, das kümmert außer diese einzelne Person kaum noch eine zweite Person. Und es gewinnt damit ganz solider und souveräner Verlässlichkeit der Faktor 10. Und mit der globalen Währungskooperation wäre der letzte Baustein. Also ich würde statt dem derzeitigen Währungswettbewerb und freien Wechselkursen würde ich eine globalen Währungskooperation vorschlagen. Und das ist schon die letzte Folie und da zeige ich nur, welche dreisten und unvorstellbaren Fragestellungen könnte der demokratische Souverän von morgen in einer souveränen Demokratie abstimmen. Und hier sind die zwei Varianten. Die Bundesregierung soll sich auf internationaler Ebene für die Beibehaltung der Dollarhegemonie einsetzen. Damit, das kommt jetzt etwas verkürzt an, das finde ich jetzt gerade etwas schade. Gemeint ist damit, dass der Dollar die Weltressourcenwährung ist und die Weltschuldenwährung. Und dass es keine Währungskooperation gibt. Es ist kein Anti-Amerikanismus gerade. Und die Variante B wäre, es gibt eine globale Währungskooperation, es gibt eine internationale Verrechnungseinheit, die neutral ist, das heißt, die weder den Dollar bevorzugt, noch den Euro bevorzugt, noch den Renminbi bevorzugt. Also es ist wirklich eine neutrale globale Leitwährung und in der notiert Rohstoffe und in der werden noch die verbleibenden globalen Schulden begeben, falls es die dann überhaupt noch brauchen sollte, zinsfrei übrigens. Genau, aber allein diese Vorstellung, dass wir das eines Tages abstimmen können und dass wir diese Abstimmung auch selbst initiieren können, das wäre souveräne Demokratie. Und mit der, glaube ich, würde sich eine sehr, sehr breite Mehrheit der Bevölkerung
für ein gemeinwohlorientiertes Geld- und Finanzsystem engagieren. Ja, und wenn wir eines Tages diese demokratische Infrastruktur zur Verfügung hätten, dass wir das auch entscheiden und umsetzen, dann sind wir in einer echten Demokratie angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.